Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Spiel. Wir wollen, hoppala, wir wollen was anzocken, und zwar Switchblade. Kann sein, dass der Ton gerade für euch ein bisschen laut ist vom Spiel, aber eigentlich nicht, nö. Ich habe keinen Ausschlag. Dann mache ich mein Headset wieder irgendwie zu hoch gedreht vielleicht. Achtundzwanzig Tage, okay. Okay. Ah, okay, dann geht Twitch an. Logischerweise habe ich noch keine Statistik. Oh, ich kann meinen Charakter auch noch anpassen. Wir nehmen einen Mann. Da auch noch mehr dazu kommen. Das erinnert mich ein bisschen, wenn ich das so gucke. Kennt ihr vielleicht noch die Serie The Tribe, was damals gab? Daran erinnert mich das. Ja, den Charakter haben wir gemacht. Ah, gibt's eine Trophäe. Ich hätte gerne sowas hier.
Ich habe genug Geld, aber ich weiß nicht, ob das so gut ist. Dann machen wir erstmal die Grundlagen und dann gucken wir mal an. Vielleicht kriegen wir dafür ja auch Punkte. Vielleicht können wir da jetzt ein cooleres Gefährt uns kaufen. Die X-Achse ist um mir dreht. Wenn ich nach oben mache, geht's nach unten. Das nervt mich. Muss ich noch umstellen.
Welcome back. Let's go over the basics of how Switch Game is played. This is the tower. The objective in Switch Game is to destroy the opposition's towers before they destroy yours. Towers are protected by shields that your weapons can't damage. By your team's mobs. Towers are protected from mobs by turrets. Shift the turret and suppress it so your mobs can reach the tower. Suppress until enough mobs get through.
Damage, it will explode. Here is an example of what that could look like. If your vehicle is destroyed, you must wait in the sim bin until you respawn. In real life, you can buy upgrades and consumables, swap vehicles, and spend skill points while you wait to respawn. Haben wir Tutorial abgeschlossen. Es sieht auf jeden Fall interessant aus, würde ich sagen. Würde ich jetzt hier erstmal Schluss machen. Vielleicht spielen wir das ja nochmal. Aber es sieht auf jeden Fall sehr, sehr interessant aus. Wir haben hier auch noch ein Herausforderungsmenü.
kann man dann verschiedene Sachen aktivieren, okay. Also ich bin da mal gespannt, wo sich das denn noch hin entwickelt. Also das sieht jetzt schon mal so im ersten Blick interessant aus. Aber ich muss jetzt hier leider auch erstmal einen Cut machen, weil ich muss auf Klo. Und in wenigen Minuten beginnt auch der Livestream. Ich wünsche euch was. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare posten. Ich bin dann jetzt mal weg. Bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.